Teilzeit hauptberuflich bin ich Kellner, arbeite in einem kleinen Tagescafé. Ich mal ganz gerne, illustriere auch, sitze auch manchmal am Rechner, habe aber eigentlich am liebsten Pinsel und Stift in der Hand. Hatte nichts zu tun, hatte eine riesen Kaffeemaschine, viel Schnaps und keine Gäste. Und habe dann meine alte Mappe dabei gehabt mit Skizzen und habe dann angefangen, einfach aus Langeweile mit Espresso verschiedener Stärken meine Skizzen einzufärben. Und so fing es an, dass ich mein erstes Kaffeebild gemalt habe. Das Tolle am Kaffee ist, dass er wie eine Farbe funktioniert letztlich und ein sehr schönes warmes Braun hat. Es ist einfach ein natürlicher Farbstoff. Wenn man malt, riecht es sehr gut. Meine Bilder haben einen kleinen Comic-Einschlag. Sie sind leicht verträumt. Das Verträumt ist ein Optimalzustand für mich. Im Zustand des Träumens erschaffst du dir eine fiktive Zukunft oder Gegenwart, die vielleicht gerade nicht Realität ist. Auf der anderen Seite fängt alles, was Realität ist, im Gedanken an. Ich glaube, dass die kreativsten Dinge eben in diesem Moment entstehen, deswegen versuche ich den oft in meinen Bildern einzufangen. Ich hoffe, dass die Leute meine Bilder unvoreingenommen anschauen und nicht versuchen zu verstehen, was der Künstler damit meinen wollte, sondern einfach ihre eigene kleine Wahrheit drin sehen. Ein Bild, wenn es gut gemalt ist, hat so viele Botschaften wie Augenpaare, die es betrachten.